Hallo zu einem neuen Sascha on Tour. Am 17. Dezember, das ist jetzt ein paar Tage her, war ich auf der CMC, der Comic Manga Convention in Hamburg. Sie zu Weihnachtszeiten hat sie stattgefunden. Ich habe da auch ein bisschen verkauft, ein bisschen rumgeguckt. Ich habe noch ganz wenig Videoaufnahmen gemacht. Die blende ich euch natürlich auch hier wieder ein. Ja, wie gesagt, ich war auf Tour. Recht spontan habe ich mich entschieden dazu, macht einfach Spaß, ne? Ein bisschen stöbern, ein bisschen gucken, obwohl ich muss zugeben, wenn ich mir so die Convention angucke, sie war diesmal nicht ganz so gut besucht, lag vielleicht an vielen Umständen, dass Weihnachten doch diesmal, gerade wegen der verschiedensten auch Energiekrise, dass auch viele überlegen, wie setze ich mein Geld ein? Kaufe ich noch was Weihnachtliches? Vielleicht haben sie auch das einfach gar keine Zeit gehabt. Viele sind ja wirklich zum Ende des Jahres ziemlich verplant. Ist halt manchmal so, nehme ich auch so hin. Trotzdem war es sehr schön. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, mit denen man sich unterhalten kann. Ich habe auch ein bisschen was verkauft, logischerweise. Aber auch ein bisschen gekauft, das zeige ich euch auch gleich. Ansonsten muss ich sagen, die Convention ist wie immer sehr gut organisiert. Also Tom und Uwe, falls ihr das seht, super. Ihr habt das richtig, macht es jedes Mal richtig toll mit viel Liebe und Hingabe. Aber ich bin jetzt mal so, dass ich das auch mal Revue passieren lasse. Comic und Manga nimmt hier, ist eigentlich hauptsächlich das Ganze. Wir haben sehr viele Künstler dort, die auch dort ja vor Ort eben halt ja ihre Zeichnungen, Bücher, alles, was sie kreativ herstellen, Schmuck, was passt und so weiter, auch zeigen. Das finde ich wunderbar, ist auch richtig toll. Es gibt auch viel Merchandise, auch viel allgemeines Merchandise und so weiter, so ein bisschen typische japanische Sachen. Ich muss aber sagen, das nimmt überhand. Also man merkt den Generationswechsel. Die klassischen alten Comics werden immer weniger. Und ich bin jetzt mal wirklich kritisch dem Ganzen gegenüber, weil ich finde, das sollte man sich auch mal auseinandersetzen. Wie gefällt mir das noch? Mir persönlich gefällt es noch gut, auch wenn ich, wie gesagt, immer weniger von den alten Sachen finde. Also es ist so, dass wirklich diese alten, klassischen franco-belgischen Comics ganz wenig, da haben wir 2-3 Stände, das ist so in einer Ecke gehalten, fast kann man sagen. Dadurch fehlt auch dieses Publikum irgendwo, auch US-Comics, wo früher eine ganze Menge immer war, hat sehr viel weniger eben halt Platz genommen. Und auch im Bereich auf Mangas selbst ist es wenig. Also im Endeffekt, ich bin so einer, der Multikulti hat. Ich habe Mangas, ich verkaufe alles, was so ein bisschen über ist aus meiner Sammlung, wo ich mich vielleicht auch mal von trenne. Von Retro-Toys, da bin ich einer der wenigen überhaupt, der überhaupt Retro-Stuff verkauft. Also wenn ihr wirklich mal vorbeischauen möchtet auf der CMC in Hamburg, ich glaube, die nächste ist so im März. Ich habe auch noch keinen genauen Termin. Den gebe ich euch aber auch gerne mal bekannt. Ich schreibe es, glaube ich, ja, ich werde es auf meiner Website dann auch bekannt geben. Also auf shoutreview.de. der Facebook-Seite zum Beispiel oder auch vielleicht auf meinem Instagram-Kanal. Die Links findet ihr alle in der Infobox oder Infobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, dann werde ich das auch rechtzeitig bekannt geben, wenn es soweit ist. Dann werde ich auch sagen, dass ich da bin. Aber ansonsten so, der Künstlerbereich, der nimmt, ich meine, ich finde ihn großartig, der muss auch sein. Er nimmt aber überhand. Also wenn man sich so sieht, wenn man das mal in Prozenten aufteilt, gefühlt ist der Künstlerbereich schon bei 70%. Also es ist mir eine Künstlerbörse geworden, auch wenn das Thema Manga und Co. und alles und Fantasy dabei ist. Aber es nimmt überhand. Also es ist wunderbar, das zu sehen. Aber dadurch ist natürlich auch so das Publikum ein bisschen weniger. Ich meine, wir haben sehr viele Cosplayer da. Diesmal war es ein bisschen bedeckter, aber die feiern das förmlich. Also vor der Tür, wenn ihr mal da seid, auch diesmal war es in einem Innenraum. Es gibt so einen Raum unter der Unimensa. Das findet in der Hamburg Unimensa statt. Und da unter dem Hauptraum gibt es eine Treppe und da ist ein Vorraum. Und da sammeln sie sich. Da wird Party gefeiert in den ganzen Cosplayern. Das war auch diesmal der Fall. Wahnsinn. Das ist ein richtiges Erlebnis. Finde ich auch klasse. Aber wie gesagt, wenn man das so anguckt, der Künstlerbereich, der nimmt sehr stark zu und dafür sind viele weggefallen. Und wenn ich so die letzten 2-3 Jahre jetzt unabhängig dieser C-Lage, wo es ausgefallen ist, aber auch schon davor wurde es weniger, dass die alteingesessenen Comic-Händler doch immer weniger werden. Das ist ein bisschen schade. Es ist aber auch so, dass natürlich das Publikum weniger geworden ist in der Richtung. Viele kommen wirklich zu den Künstlern und ja, im Endeffekt
kann sich da noch viel verändern. Ich finde, man muss da auch mal ein bisschen was probieren. Das habe ich auf der Polaris, wo ich auch war, auch ein schönes Video kann ich hier verlinken. Habe ich sehr viel erlebt und auch sehr gut verkauft auf meiner Retro-Börse. Konnte sehr viel unterschiedliches Publikum kennenlernen. Und ich glaube, da muss man dran arbeiten, dass diese Conventions auch immer abwechslungsreich bleiben. Dass man sich die Waage holt mit entsprechenden Künstlern und das, was verkauft wird. Sodass man nicht nur einen reinen Kunstmarkt vor sich findet. Aber egal, es ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Ich kann euch auch sagen, kommt hin. Der Eintritt ist, glaube ich, um die 5 Euro. Das ist wirklich nichts. Und dafür bekommt ihr sehr viel trotzdem geboten. Man kann auch eine ganze Menge Schnäppchen machen. Denn einige der Mangas und Comic-Händler, die geben das hier. Es gibt neue Comics natürlich, aber auch ältere, ein bisschen ältere Mangas. Wenn ihr noch mal ein bisschen was sucht für eure Sammlung, wenn euch Nummern fehlen oder so, das könnt ihr vielleicht da finden. Und ihr macht echte Schnapper, denn teilweise bekommt man manche Bücher oder Mangas zu 50% des Preises, auch ganz grob gesagt. Ne? Also nicht unbedingt die Neuheiten, aber die etwas älteren, vielleicht ein bisschen gebrauchte Sachen und so weiter. Also es lohnt sich wirklich, auch Manga-Figuren und so weiter, immer wieder toll zu sehen, Stoffplüsch und so weiter, Merchandise überhaupt zu Mangas und Animes. Also es lohnt sich trotzdem, ne? Trotz meiner Kritik. Und Kritik mal weg, was habe ich denn mitgenommen von der CMC, beziehungsweise ich und mein Bruder? Und ich fange mal an, was mein Bruder mitgenommen hat. Der hat sich eine Reihe Comics genommen. Ich muss aber auch dazu sagen, diesmal ist nicht die Masse, die wir vorher hatten. So, ich nehme einfach, greife von oben von diesem Stapel. Er hat sich ein paar Comics zugelegt hier. In Deutsch von Harper Comics, Prince of Persia. Das ist die Vorgeschichte zu dem Kinofilm mit Jake Gyllenhaal. Ich finde, ein sehr gelungener Film. Hat leider keine Fortsetzung bekommen, weil er ja, naja, er war gut, aber ihm fehlte so das bisschen, dass man sagte, das wird der Hit. So ein bisschen eben halt, was Fluch der Karibik geworden ist. Das hat man auch gehofft bei dem. Wie gesagt, das ist eine der Vorgeschichten dazu und ist auch sehr schön gezeichnet. Also lohnt sich auf jeden Fall und er hat es, wie gesagt, etwas günstiger dort gekauft auch. Eben halt wunderbar. Dann als Star Wars Fan hat er zwei Comics zu Star Wars Die Hohe Republic gefunden. Sammelbände kann man fast sagen. Das Herz der Drangir. Boah, sehr schönes Artwork. Und Die Hohe Politik Ende der Jedi, auch nicht schlecht. Das sind eben halt auch ganz normale Comics, die sind mehrere Ausgaben gesammelt. Und das ist eben halt die Geschichte lange bevor unsere Luke Skywalker Saga kam. Waren eben halt diese Serien. So, dann hat er sich geholt, das ist jetzt noch verschweißt oder ist geschlossen. Ich zeige es euch lieber nicht, weil es ein bisschen freizügiger ist. A Lot of Kiss, Katsuaki Illustrated Collection, ein Anime-Manga-Artbook. Ihr seht, ein bisschen freizügiger, deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das nicht zeige, sonst werde ich noch mit dem Strike belegt. Aber so ist es manchmal. Also auch ein sehr schönes Artbook, lohnt sich wirklich. Ja, und dann gab es noch, also bevor ich meine Sachen zeige, bei dem einen stand, der auch die Comics verkauft, der hat auch eine ganze Menge Figuren. Der hat eine Transformers-Figur gehabt. Und zwar von Studioserie 86, den Ironhide. Der fehlte uns noch oder mir noch in der Sammlung. Der hat 25 Euro gekostet, war ein bisschen billiger, als man im Laden findet. Deswegen, das war wirklich klasse. Gut, mache ich mal ein bisschen anders hinlegen. Stelle ich die Figur hier hin. Also, das macht sich auch gut. Die Sammlung. Ich finde, der ist auch sehr akkurat, ist sehr Givon-artig und es geht ja halt im Studioserie 86, ist halt Figuren zu dem 96er oder 1996er Transformers Animationsmovie oder Zeichentrickmovie. Richtig klasse. Ein besonderer Film, kann ich auch nur sagen. Aber gut, jetzt komme ich zu den Sachen, die ich gefunden habe oder bekommen habe. Es ist wirklich nur eine Handvoll. Und zwar habe ich bekommen, jetzt fällt es mir fast um, von meiner Schwester etwas, was sie wiedergefunden hat. Das ist jetzt nichts Besonderes. Meine Schwester war übrigens auch, hat da auch verkauft. Meine große Schwester wollte verkaufen, ist leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle, falls du es siehst. Aber ich könnte schon wieder gesund sein. Und zwar hier ein, was ist das? Eine
Schutzhülle sozusagen oder ein Ordner sozusagen, Plastikordner mit Detective Conan, ein Original-Merchandise. Detective Conan steht hinten drauf. Richtig schön, ich mag dieses Artwork auch. Und ja, das macht sich ganz gut in meiner kleinen Sammlung. Dann habe ich etwas, bevor ich mein persönliches Highlight, das ist ein kleines Highlight, aber ihr werdet das auch dann verstehen, habe ich auch was gekauft bei einem Künstler, und zwar einem guten Freund von uns, dem Philipp. Philipp, ich grüße auch dich in dieser Richtung. Ich habe mir ein Artwork von ihm gekauft, was er zu Resident Evil Revelations 2 gemacht hat. Richtig grandios, das zeige ich euch auch gleich noch richtig gut. Ihn findet ihr auch auf Instagram zum Beispiel unter Shaman Sonic. Ich blende das hier auch kurz ein und ich werde noch einen Link in der Infobox unten dann verankern. Da könnt ihr nochmal sehen, und ihr wollt natürlich auch wissen, wie sieht das Artwork aus, lohnt sich das? Und ich habe euch schon mal in der Vergangenheit Bilder gezeigt von ihm, und zwar zu Dragon Ball. Und das war auch sehr gut gelungen, das ist richtig gut. Und jetzt seht ihr hier so ein bisschen Manga-Style, aber richtig klasse. Resident Evil, Revelations 2, Jill, Barry, Moira und Natalia. Richtig schön, richtig klasse geworden, also richtig großartig. Es ist ein Druck von dem Artwork, also richtig klasse. Ich weiß gar nicht, wohin. Baue ich mal kurz hier ein bisschen um, dann komme ich doch hier hoch. Und ja, also es ist ein großartiges Artwork und ich kann euch Philipp nur empfehlen. Wie gesagt, geht auf seine Instagram-Seite. Wenn euch ein Artwork da gefällt, schreibt ihn gerne an. Es ist fast alles, was er künstlerisch geschaffen hat, auch zu erwerben. Ja, und ein einziges Teil habe ich noch gefunden auf der CMC, was ich mitgenommen habe bei einem Stand. Ihr habt es vielleicht auch schon in den kleinen Einblendungen, die ich gemacht habe, nebenbei gesehen, und zwar eine Tim und Struppi Hörspielkassette, und zwar Flug 714 nach Sydney, und zwar in dieser einen Auflage, die ich noch suche, und zwar eben halt die zweite Auflage von Maritim, wo oben der Schriftzug von Tim und Struppi zu sehen ist und unten das Bild des Comics. Die Kassette hat mich 7 Euro gekostet, also richtigen Schnapper gemacht im Endeffekt. Der hat noch eine ganze Menge, aber leider nicht die mir fehlten. Auch hier seht ihr schön, eine rote Kassette. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Sammlung ist fast komplett. Momentan fehlen mir jetzt noch 3 Kassetten aus der Sammlung. Wobei eine leichter zu finden sein wird als 2. Beziehungsweise so schwer sind die auch nicht, aber preislich ist das etwas anderes. Und zwar fehlt mir jetzt nur noch in diesem Design Juwelen der Sängerin, und dann fehlen mir leider nur noch die Doppelfolgen, die mal, ich glaube, im Bertelsmann Club oder in irgendeinem Club erschienen sind, mit Rackhams des Roten und Rams der Einhorn, und einmal mit Krabbe mit den goldenen Scheren und noch eine andere, die ich jetzt gerade in diesen Sekunden vergessen habe. Aber auf jeden Fall, die fehlen mir noch. Wenn einer sie übrigens von euch abzugeben hat, genau die ich suche, schreibt mich an. Auch was Schönes. Freue ich mich drüber. So, das war's. Das war die kleine Ausbeute eben halt von der CMC. Ja, jetzt im Dezember. Weihnachtlich war's. Und ja, sagt mir, wart ihr auch auf der CMC? Und ich hoffe, vielleicht sehe ich euch beim nächsten Mal. Dann sagt mir das doch. Ne? Dann machen wir kleine Grußfotos und die blende ich dann in diesem nächsten CMC oder diesem Video Sascha on Tour ein. Wie auch immer, das kriegen wir alles hin. Also wie gesagt, kurzen Kommentar, sagt mir, was ihr denkt. Da freue ich mich immer am meisten. Wir sprechen da unten ein bisschen miteinander. Dann liken, teilen, abonnieren. Mehr sage ich nicht dazu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und jetzt noch ein paar. Ja, ich wiederhole noch einmal die schönen Aufnahmen von der CMC.
Thank you.